Und ich glaube, es hat nur 2% gebracht. Auf der Skala hier. So, und das ist nämlich wichtig. Weil ich die Zitadellen aufdecken kann. Ihr fliegt mal zurück. Danke, Kolexis, für die 10 gespendeten Abos. Vielen Dank. Mögest du auch ein schönes Weihnachten haben? Es sei jedem vergönnt. Ich muss gerade ein bisschen verschrotten, um die Ressourcen noch zu haben. Ja, und bedankt euch alle schön bei Kolexis. Kommt nicht häufig vor, dass jemand 10 Abos verschenkt hier. So, auf einen Schlag. So, 7 Materialien. Wieso hast du keine Ressourcen? Weil es teuer ist, Krieg zu führen gegen eine Alienrasse. Wieso ist das teuer? Weil die Materialien für die späteren Waffen und für die Spezialtruppen teuer sind. Geschütztürme bauen sind teuer. Die Spinnen zu bauen sind teuer. Ankyrod? Du spielst mit dem Feuer. The disciples of Anu Haven is under attack. Könnt es versuchen, aber ich glaube nicht, dass ihr schnell genug da seid.
los. Ich denke mal, um Skiller zu lähmen, der wird bestimmt über 100 Betäubung brauchen. Das Vieh. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass bei dem Angriff auf das Lager hier ein Skiller dabei ist. Du kleiner, dicker Mops. Du bist ja nicht dick. Du bist ein feiner Mops. Da ist er. Channel open. I'm ready. Hundertzweiundfünfzig Lähmung. Tech drop. Ich hab den schweren Schwierigkeitsgrad eingestellt. Aber die hat einen anderen Hinterleib. Ist aber auch ein fruchtbarer Hinterleib, er sieht nur anders aus. Ich sehe die Sirenen auf dem Dach, ja. Danke dir. Der ist sich aus Spaß hier hochgeklettert. I'm ready. Ja, das funktioniert so nicht. Ich muss mit den Scharfschützengewehren die auch noch betäuben, ey. Weil die Pistolen nicht genug Power haben, da durchzuschießen. Thank you.
our move. Here. I'm ready. Moving out. What's our plan? Du kannst den Star Wars Film gucken. Er wird deine Kindheit zerstören. Es ist halt das Ende. Es ist das Ende und das ist auch gut so. Ready to fire. Sehr viel Nostalgie ist in dem Film. Wenn du alle Filme kennst... Entschuldigung. Siehst du halt viele Orte und sonst irgendwas. Werden nochmal besucht, aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen das, was die alten Filme ausgemacht hat, weil einfach zu viel reingequetscht wurde wieder. Aber es ist halt so. Na toll. Obwohl, das war vielleicht gar nicht mal die schlechteste Sache. Was mit dir, hm? Kuschel, es ist übrigens schön, deine fortschreitende Depression immer weiter zu verfolgen. Von anfänglich immer so ein bisschen meckern, bist du inzwischen bei Trollniveau angelangt. Nach circa ein Jahr im Stream. Weil du alles scheiße findest. Du hast noch nie hier gesagt, dass du irgendwas gut findest inzwischen. Du hast halt die permanent alles ist scheiße Krankheit. Hätte ich mal am Anfang machen sollen, damit die Rüstung weg ist vom Kopf. Du hast noch nie über was Gutes geredet. Da ist der Unterschied. Der kleine und feine. Eklig. Gut, dass da gerade was im Weg ist. Es hat gekackt. We'll find your way.
Das wusste gar nicht, dass sie das kann. Säure spucken. Hat er noch überlebt? Ja, ne? Ach, so ein bisschen Säure macht ja nichts. Das better work. Let's try this. Let's try this. Taking action. Jetzt hast du ihn ein bisschen besser getroffen. Ah, das Geschütz ist Geschichte. Für mein Team. Das riesige Vieh braucht recht wenig Betäubung. Die Betäubung davon ist doppelt so hoch wie für einen von den kleinen Spuckern hier, ey. Boah, klar, ey. Du kommst rein und machst direkt erstmal wieder Bullshit. Da krieg ich einfach. Da platzt mir der Kopf halb, ey. Was ist das denn für ein Schusswinkel? Richtig. Weil Betäubungsmittel was mit der Stärke insgesamt zu tun hat irgendwo. Und wenn das Vieh halt doppelt so stark ist wie eine Sirene, dann stimmt das halt schon so. Vor allem muss das ja auch vom Gameplay passen. Und da reicht das Doppelte im Vergleich zum Zehnfachen. Moving to
position. Ich glaube, ich habe ihn noch ein bisschen gestriffen, ja. Gehen wir mal die elektrische Rüstung. Weil ich ganz wenig in Sorge bin. Preparing to fire. Ja. Guck mal zur anderen Seite. Oder so. Ich glaube, es bewegt sich jetzt in unsere Richtung. Kackt wieder ein Mindfragger aus. Kriegen wir Würmerbesuch. Wovon zwei Würmer, glaube ich, da kaputt gegangen sind, weil die auf Schrott gelandet sind. Säure und Gift. Du musst auch noch anmerken, dass dafür, dass der Skiller so groß ist, dem seine Geräusche beim Bewegen viel zu leise sind. Wie kann man nur so ein Spiel rausbringen? Ah, der da unten ist jetzt auch fast tot. Ja, du bist in Panik.
Der hat plus 50% auf Tarnung. Der verblutet. Du frisst meine Rakete. So, Kriegsschrei. Dann reduzieren wir die Aktionspunkte von denen, vom Skiller. Moving. Ach, Hund. Ach ja, stimmt. Zeitlich? Ja, wäre so Essenszeit für dich langsam. Sehr gut, jetzt ist der hinten in Panik. Wenn normalerweise die Würmer schmeißt, dann haben wir da schon mal Ruhe. Du lädst schon mal nach. Der müsste jetzt auch verblutet sein. Ja, ich würde ihn einlullen und mitnehmen. Weil es eine Forschung ist. Ich kann die Forschung nicht mehr 8000 Jahre. In die Zukunft verschieben. Count to 10. Breathe. Let's try this. Total super, weil das kleine Mannequin wirklich Aktionspunkte vom Großen wegnimmt. Indem der mal schreit zwischendurch.
Das Geschütz schwebt nicht. Es steht halt rum. Let's just get this over with. Natürlich schwebt es. Was soll es anderes tun? Receiving loud and clear. Acquiring target. So, mit dir schießen bringt ja nichts. Jedenfalls nicht gegen den. Let's do this. Dann helf mal deinem Kollegen unten. Warten, warten jetzt. Obwohl, weil es auch nicht so optimal. Here goes. This better work. Das Spiel ist das Spiel, was oben im Titel steht. Dam, dam, dam. So, fast geschafft. Und wie oft hebe ich dich eigentlich hoch am Tag? Balthasar? Nein. Aus. Ich denke, wir werden den Angriff überleben, wenn wir noch höher steigen. Aber ich glaube, viel bewegt er sich nicht mehr. Er hat schon so viel Betäubungsmittel in sich drin.
Ja, das scheint wohl alles zu sein, was das Vieh noch schafft. Es ist so gesehen schon am Einschlafen. Aiming. Bam. Gute Nacht. Wie transportieren wir es nach Hause? Auch unten drunter binden, ne? Jetzt brauchen wir nur noch einen Telepathen, der die Hand drauf legt und sagt, es hat Angst. Und dann jubeln Haufen Space Marines. Und jetzt kochen wir es. Ja.